Recht herzlich willkommen zur 48. Folge von Europa Universalis 4 mit Frankreich. Ja, letztes Mal wollten wir hier eigentlich Krieg führen, haben schon hier einen noch dazu gemacht und wollten hier in diesem Land angreifen. Allerdings haben wir dann feststellen müssen, dass wir da zwar hier Unterstützung von Hainaut haben, aber die Engländer sind auf der anderen Seite vielleicht auch dabei. Aber ja, die würden jetzt momentan vielleicht noch nicht mal dabei sein, aber wir wissen nie, wie der Sache ist. Deswegen ist es nicht gut. Gut, okay. Das haben wir geklärt. Wir lassen mal die Zeit laufen. Was können wir tun? Das ist die Frage. Wer möchte da durchmarschieren? Ja, die können den Militärzugang haben, Savoy. Ist auch nicht mehr ganz viel von da, sehe ich gerade. Mailand hat sich hier ausgebrottet. Savoy ist da und da, ne? Können noch nicht mehr ihr eigenes Land besuchen. Angebot. Warte mal, da müssen wir erst Pause machen, was mit Staatsehe ist. Aha. Sechs Staatsehen. Komm, machen wir. Egal, alles gut. Die war, glaube ich, auch letztens zu Ende, ne? Ungarn, Schottland, Alencon, Provence, Savoy und Hainaut. Ja, das sind die Ansprüche umkämpfte Nachfolger. Nationale Entscheidung verfügbar. Ja, genau. Ja, die Mission können wir eigentlich schon hier abbrechen momentan. Gehen wir sowieso nicht hin. Jetzt können wir bis 1504 keine neue Mission auswählen. Und bis dahin hätten wir die Mission sowieso nicht geschafft. Tja. Gut, haben wir erstmal. So. Ja, die Rebellen, ne? Die sind immer noch Portugiesen da. 60%. Ja, was wollen wir da machen? Erstmal nix. Wäre jetzt nur interessiert, wie viele Rebellen würden da kommen, ne? Ja, machen wir erstmal hier weiter. Das macht unser Geld. Gucken wir mal gerade rein. Finanzielle Mittel sind da. Ein Berater ist gestorben, okay. Ja. Na, okay. Fünf aktive Kardinäle haben wir zurzeit, okay. Gucken wir mal weiter durch hier, das ist klar. Was Waffenstillstand zwischen unseren Nationen beendet. Okay, jetzt greifen gleich die Engländer wieder an, ne? Okay, jetzt haben wir keine Ansprüche mehr auf diese Ländereien. Ja, Jahre des Friedens liegen hinter uns. Nee, Geheimdienstaktion, Anspruch fungieren. Das auf jeden Fall. Das haben wir dann erstmal. Ausgezeichnet, ja. Soldaten kann man nie genug haben. Jetzt nochmal hier bei uns rein. Das ist klar. So, hier wollten wir nochmal rein vielleicht. Was ist das? Schon wieder einer gestorben. Meine Güte, jetzt müssen wir was tun hier. Das war schon ein Zweier, den wir da hatten. Also so eher hier. Dafür haben wir zurzeit nicht genug Geld. Provence. Alles klar. Anspruch fingieren auf die Provence. Das holen wir uns jetzt wieder in dem Sinne. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Geld, damit wir hier einen Berater holen können, ne?
Nationaler Steuermodifikator hört sich ja auch nicht schlecht an. Prestige plus 1. Okay, da sind schon drei Top-Leute. Und den können wir jetzt auch einstellen. Den nehmen wir auch. Obwohl das mit dem Prestige ja auch nicht schlecht gewesen wäre, ne? Gut. Aha. Was war da? Können in eine Technologie investieren. Adelsrepublik. Ja, sollten wir tun, ne? So, jetzt sind wir auf Stufe 7. Machen wir gerade da eine Pause. Wir können jetzt die weitere Gruppe freischalten. Freies Feld. So, jetzt können wir eine hier nehmen. Jetzt müssten wir nur überlegen, was wir nehmen. Seefahrideen sind jetzt nicht so unser Ding. Also Eroberung, das ist ja vielleicht das, was wir in dieser Richtung tun sollten, ne? Kolonisten plus 1, ich glaube, wir sind hier schon richtig, ne? Dann brechen wir nochmal ab, gucken wir erst weiter. Suche nach der neuen Welt, ja, ist klar, sollten wir vielleicht tun. Erforschung der Gebiete in Übersee, ja. Handelsideen, Diplomatie. Botschaften, Spionageideen. Ja, wir können hier eine oder da eine machen, da geht's nicht. Was haben wir hier? Adlige Ritter. Bajonettkommandanten. Schlachtfeld. Weiter, also ich glaube die Entdeckerideen, ne? Seebären. Na, wir sind keine Seemacht. Ich denke, wir wollen hier was entdecken. Das kann auch in Frankreich sei schon. Ja doch, in der Nähe von Frankreich ist ja auch noch was unentdeckt. Urban oder wie das da unten heißt. Und ich glaube, wir nehmen das. Definitiv. So. Bei 10 geht's dann weiter. Und hier Suche nach der neuen Welt. Was haben wir hier jetzt? Eine neue Mission, okay. Hier ist ja auch gleich schon die erste Sache erreicht. Hier jetzt nicht. Das hatten wir jetzt. Dann schauen wir mal weiter durch. Den Hof verlegen. Ja, wie geht das? Okay. Ah, das dauert ja ewig. Das würde ja schon gehen, ne? Aber wir können ja nicht wegen der Zeit, alles klar. Ja. Hier sieht alles ziemlich gut aus. Da waren wir gerade, da auch. Das können wir noch nicht. Ja, Stabilität, Expansion. Ja, wir haben diese Herrschaften hier, da müssen wir schon Maßnahmen ergreifen, ne? Ja, würde ich jetzt bald sagen, machen wir auch. Ich habe schon wieder Prestige dadurch verloren, oder wie sehe ich das? Naja, ist ja auch egal. Das ist klar, Kirche. Militär, ja. Haben wir da was zum Tauschen? Defensiver Nahkampf? Nee, das ist auch noch nix. Da. Ja. Da ist die Moral unterschiedlich dann.
Rosa Bronzemörser. Ja, das lassen wir mal so. Ja, und da sind unsere Untertanen. Gut. So, jetzt nur die Frage, was machen wir als nächstes? Händler. Ja, die müssen durch Ideen freigeschaltet werden. Ah, jetzt können wir wohl eine Mission auswählen. Erschaffe eine richtige Flotte. Ja. Ist ein rechtmäßiger katholischer Staat. Da sollten wir den Papstbeziehung verbessern. Da Gascogne, also, was ist denn hier das Ziel? Okay, dann können wir eigentlich dieses annehmen. Österreich hat uns den Krieg erklärt. Eroberung, super. Ignorieren uns. Okay. Portugal ist kein gültiger Rivale mehr zu uns. Was haben wir hier? Würzburg. Besetzt durch Frankreich schon. Wie geht das denn? Das waren wir gar nicht, ne? Das war hier Alencon. Ja, wenn die Franzosen, die Österreicher das haben wollen, dann sollen sie das kriegen eigentlich, ne? Wie ist denn der Stand der Dinge dann? Feinde sind England und Österreich, das ist klar. Artois, wo ist Artois? Da, okay. Heino steht uns bei, oder wie sehe ich das? Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, ne? Also die marschieren nach da, das haben wir schon. Können wir die da unten jetzt abziehen, durch das Land, weil Krieg ist? Weiß ich nicht, müssen wir mal probieren, oder? Geht das? Ja, das sieht so aus, als ob das geht jetzt. Interessant. Das haben wir schon erobert automatisch. Das war ja österreichisches Gebiet, ne? Ja. Müssen wir nur gucken, dass wir die Österreicher irgendwo sehen, wie stark die sind, ne? Gut, warum sind das drei Truppen? Können wir einen, ne? Marschieren wir erstmal hoch. Sind das schon 12? Das sind 12 Einheiten, okay. Ja, lass ihn mal hochlaufen. Wohl. Ich glaube, wir laufen mit denen da hoch. Das macht mehr Sinn. Lass mal laufen. Zoomen mal raus. Gucken, wo hier Truppen sind. Hainau ist da gleich der Gewinner, ne? Aber was ist jetzt hier los? Ja, das ist Lamour, das ist klar. Da ist eine 28er Armee, das ist nicht gut. Dann laufen wir da mal hin. Warum ist hier Würzburg drin, ne? Land ist im Krieg mit Elsass, Brandenburg, Österreich und Würzburg. Alles klar. Die gehören alle zueinander. Portugal jetzt erstmal egal. Würzburg kriegt jetzt erstmal Bescheid gestoßen. Oh, naja, aber wir sind trotzdem mehr. Und unsere Moral ist, glaube ich, auch besser. Shit, wir müssten die Österreicher da... Jetzt kommen die Österreicher hier rein.
Und bis unsere Truppen da sind, ist das Thema hier durch, ne? Shit. Ja, schade, verloren. Ziehen wir uns zurück. Die 12 sind da. Ziehen wir nach da. Da haben die uns jetzt. Okay. Gegen die Provence haben wir einen Eroberungskriegsgrund. Wo sind denn die anderen jetzt? Hatten wir nicht eben noch ein paar mehr? Okay. Ich mache mal hier gerade ein bisschen das Tempo raus. Das sind natürlich 22er und 20er Armee, das ist natürlich der Hammer, ne? Dann drehen wir lieber um. Weil da kriegen wir jetzt nicht irgendwie was zustande, ne? Sind die natürlich rausmarschiert und wieder reinmarschiert, auch gut, ne? Die kriegen wir jetzt leider nicht geschlagen. Sollten wir die zusammenführen? Gute Frage, ne? Vielleicht aber eher nicht. Gucken, die rücken auf. Da sind noch 5 Österreicher. Vielleicht sollten wir die schon mal angreifen. Weiter aufgerückt. Die sind da oben beschäftigt, die 44. Ah, jetzt kommen die Engländer zu, da haben wir ja wieder verloren, ne? Ja, wenn die Engländer wieder kommen, dann ist doch wieder super, oder? Wollen wir uns schon keine Gedanken mehr machen. Da kommen jetzt irgendwelche anderen Truppen noch, die uns dann mit 36 Mann gleich angreifen werden. Hier geht's gerade nicht voran, da machen wir mal eine Plus daraus. Ja, die stehen jetzt gleich vor der Tür und dann ist das wieder gewesen. So. Ja, toll. Die zu unterstützen macht jetzt auch nicht mehr viel Sinn. Da sind wir schon wieder durch, ne? Keine Ahnung, ob wir da eine Chance haben, gegen Österreich einen weißen Frieden hinzukriegen, glaube ich nicht. Das ist ja alles. Ja. Ja, das sieht nicht gut aus. Frieden verhandeln. Ja, die sind einfach gegen uns, ne? Die Engländer sind auch bestimmt hier irgendwo schon eingefallen, oder? Und was willst du da machen? Geld haben wir 67. Brauchen wir auch nicht machen.
Freikaufen geht nicht. Ja, irgendwie ist es das wieder nicht. Ja, laufen lassen, ne? Haben wir verloren, auch schön. Ist abgelehnt, das großzügige Friedensangebot. Hier 37, brauchen wir uns auch keinen Gedanken mehr drum machen. Die gleich da sind, dann war es das schon wieder. Da kommen schon die Engländer, brauchen wir uns also auch keine Gedanken machen. Gucken, dass wir die gleichen Empfang nehmen, aber wahrscheinlich ist das mit unserer morallosen Truppe da auch schon nichts mehr. Ja, Moral wird zwar gerade ein bisschen besser, aber auch nicht wirklich, oder? Feind. Die 5, die werden auch immer gewinnen. Ach komm, da kommt gleich schon der Österreicher. Da brauchen wir uns auch keine Gedanken mehr drum machen. Oh, wir haben sogar gewonnen. Gleich hinterher, aufreiben. Hallo, hinterher. Ach, der Österreicher kommt, brauchen wir uns keine Sorgen machen, ne? Ja, wird von Österreich besetzt, hier und da und dort. Forderungen nachkommen. Stabilität will ich jetzt auch nicht noch verlieren. Und gucken, dass wir wenigstens die drei Engländer da noch schlagen. 57 minus haben wir gerade. Ah, wir haben auch jetzt was. Okay, das wird schon mal was. Ist nur eine Einheit, lassen wir da mal stehen gerade. Machen wir gerade Pause, wir müssen noch was finden hier. Und das sind die Kriegssteuern. Finanziell da. Kriegssteuern erheben. Okay. Wie sieht es jetzt mit dem Geld aus? Immer noch 4,24. Das ist super schlecht. Weiterlaufen lassen gerade. Ja, wir haben die Oberhand, aber nicht lange, ne? Unsere Häfen werden blockiert, der ist mir klar, ne? Nochmal gerade Pause, ich will jetzt hier. Ja. Wo war das denn hier mit den Zielen? Hä? Da. Ah, ist jetzt egal. So, die Engländer sind besser dastehen wie wir. Auch interessant, ne? Ich glaube, die Österreicher kommen. Ein bedeutender Mann gestorben. Und kriegen wir das da irgendwie hin? Ne, sieht nicht gut aus. Oh, wer schloss da mit wem Frieden? Ja, aber es ist
Tja. Verbot, gehen wir rein. Können wir mit den Engländern Frieden schließen? Das ist die Frage. Nö. Probieren können wir es ja, aber abgelehnt. Und da kommen sie schon wieder. Wir haben nur 17, ne? Aber dann kommen die auch. Das ist unser Problem. Obwohl die gerade weglaufen. Okay. Wenn die 8 nicht wären, ne? 17, 25. Gucken, ob wir da noch rauskommen. Kann man jetzt Frieden mit den Engländern schließen? Nein. Sieht nicht gut aus. Da oben haben wir irgendeine Belagerung verloren. Alles klar. Jetzt belagern wir die Gascogne. Aber ich sehe schon, wir müssen jetzt erstmal gerade eine Pause machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.